Erste Frage. Wie viel würdest du dem anderen von deiner Pizza abgeben? Die Hälfte. Die Hälfte. Nicht mehr und nicht weniger. Mit der Hoffnung, dass er beim letzten Stück sagt, du kannst es haben. Hier wird fair geteilt. Nein, Quatsch. Bei uns ist es nämlich andersrum. Bei anderen essen immer die Männer das letzte Stück von der Frau, weil die keinen Hunger mehr hat. Und bei uns ist das vielleicht andersrum. Ich habe viel Hunger. Ich bin sehr groß. Wer gibt bei einem Streit eher nach? Ah, das ist schwierig. Das kann man nicht so sagen. Ich. Kevin ist eher derjenige, der nachgibt, also der am ehesten sofort nachgeben würde. Sie sagt bestimmt sie, aber ich. Aber am Ende bin ich trotzdem die sich schneller verträgt. Bin ich fest davon überzeugt, dass ich eher nachgebe. Also ich bin doch meistens die als Erste auf ihn zugeht und sich entschuldigt und sagt, hey, wollen wir uns wieder vertragen? Und er ist dann doch meistens nicht so weit. Da muss ich aber zu seiner Verteidigung jetzt sagen, dass ich davor meistens auch wesentlich gemeiner gewesen bin als er und er dann mehr zu verdauen hat als ich, weil ich kann sehr gut so Nerven treffen, wisst ihr? So ins, ich kann richtig Salz in Wunden streuen. Und dann komme ich halt so richtig heuchlerisch 10 Minuten später wieder an und sag, hey, tut mir voll leid, lass uns vertragen. Und er denkt sich so, Alter, willst du mich verarschen? Außer natürlich, ich bin wirklich klar im Recht. Aber meistens nie irgendjemand 100% im Recht, sondern jeder hat, ne? Bisschen Unrecht und ein bisschen Recht. Wer ist dreister? Komm. Ganz drauf an, in welchem Zusammenhang. Also innerhalb unserer Beziehung bin definitiv ich dreister. Außerhalb unserer Beziehung glaube ich eher, aber auf eine andere Art und Weise. Also verbal würde ich sagen, ist Jaco ein bisschen dreister. Wenn es um Handlungen per se geht, dann bin ich wahrscheinlich der Dreistere. Ich bin derjenige, der sich an einem nicht unbedingt klar ausgewiesenen FKK-Strand einfach blank zieht und sagt, mir war scheißegal. In so einer Situation bin ich dann eher dreister. Was macht ihr, damit die Beziehung nicht langweilig wird? Ich finde es immer so faszinierend, dass mit langen Beziehungen immer so Langeweile in Verbindung gebracht wird. Ich glaube, das liegt daran, dass jeder Mensch, und ich gehöre auch zu diesen Menschen, ich habe diese Erfahrung auch gemacht, immer so dieses Bild davon hat, dass es so den leidenschaftlichen Anfang einer Beziehung gibt, wo beide so verliebt sind oder der eine vielleicht mehr als der andere und dann geht dieses Katz-und-Maus-Spiel los. Und sobald man aber dann in einer festen Beziehung ist, hat man immer so das Bild von diesen Pantoffelhelden, die irgendwie so im Partnerlook rumlaufen und nur noch so richtig langweilige Kacksachen machen. Und ich glaube, dass manche Beziehungen wirklich so werden, weil auf einmal so stillstehen, so einen Stillstand bekommen. Ich versuche einfach, und das ist, glaube ich, der Grund, warum unsere Beziehung funktioniert. Wir sind befreundet. Eigentlich, meiner Meinung nach, muss man jetzt nicht allzu viel machen. Natürlich gibt es immer mal so einen gewissen Alltagstrott, der nach spätestens 2-3 Jahren irgendwie einzieht. Aber dem kann man auch entgehen, indem man einfach dafür sorgt, dass man zusammen Dinge unternimmt, die man beide gerne macht. Wir machen auch einfach Dinge zusammen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel denk mal an eure Freunde, also an wirkliche Freundschaften, die werden ja auch nicht einfach langweilig irgendwann, weil man sich halt so lange kennt, sondern die werden immer cooler, umso länger man sich kennt. Und man entwickelt Traditionen und vielleicht auch gemeinsame Hobbys und Interessen und man spielt vielleicht jeden Sonntag dieses eine Spiel oder man fährt einmal im Monat da und dahin und macht was Verrücktes und man hat diese ganzen Dinge, die man unter Freunden immer tut und das haben wir halt einfach auch miteinander und sagen dann halt nicht, okay, in einer Beziehung sein bedeutet nur noch zu Hause zu sein und auf dem Sofa zu sitzen und gar nichts mehr zu unternehmen, was man früher gemacht hat, als das Leben noch aufregend war. Ob jetzt neue Dinge oder halt Dinge, die sich eingespielt haben. Gute Gespräche und ein paar Sportsigaretten. Einfach keine Langeweile aufkommen lassen, so. Oder beziehungsweise, es darf ja auch mal langweilig sein. Also die Beziehung an sich nicht, aber es darf ja einem auch mal gemeinsam oder so langweilig sein. Und es ist auch mal eine Woche okay, so. Solange man da nicht sorgt dafür, dass es Alltag wird, die Langeweile, sondern da immer noch hier ein bisschen was, eine kleine Aufmerksamkeit. Mein Gott, Alter, das muss ja einfach aufmerksam sein. Und wenn es ist, dass du mal beim Einkaufen die Lieblingsschokolade mitbringst und so einen Scheiß. So. Wer würde eher Mönch bzw. Nonne werden? Auf jeden Fall Kevin. Definitiv ich. Auf jeden Fall. Also
Gar keine Frage. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn die mich irgendwann mal verlässt, gibt es für mich eh nichts anderes, außer Mensch zu werden. Falls die mich irgendwann mal verlässt, was ich nicht glaube. Ja, nö, danach hatte ich auf nichts Bock mehr. Oh, das hört sich eigenartig an. Kevin sehe ich richtig als Mönch. Er wird auch genau dasselbe sagen. Also ich könnte mir das schon vorstellen, im Leben als Mönch. Ja, asketischer Mönch. Ja, warum nicht? Ich glaube, ich würde auch eher noch Nonne werden, bevor Jaco Nonne wird. Wer von euch beiden ist weiser? Das ist sehr schwierig. Ich. Weil wir sind auf sehr unterschiedliche Art und Weisen weise. Schwer, alles schwer zu sagen, Mann. Das kann man immer nicht so auf einen Nenner bringen. Ich glaube, wenn jetzt jemand wirklich einen Tipp brauchen würde, hätte ich den besseren Tipp, da hätte ich den weiseren Tipp. Aber wenn es darum geht, einfach mal die Schnauze zu halten und einfach mal Zeit vergehen zu lassen und einfach mal diese Art von meditativer Weisheit im Nichts, da ist Kevin auf jeden Fall weiter vorne, da hat der mehr Ruhe ins. Aber ich glaube, ich bin doch sehr viel weiser, da bin ich mir doch sehr sicher, ja. Wer ist weiser? Ich. Doch, sag ich jetzt einfach, ich. Wie bewertet Kevin Jakus Entscheidungen, wenn sie PMS hat? Das weiß ich nicht so recht. Also ich würde sagen, wenn er weiß, dass ich PMS habe, nimmt er das schon nicht so ernst. Irrational. Aber er nimmt es auf jeden Fall ernster, als es eigentlich nehmen sollte. Also ich sage es auf jeden Fall auch voll oft nochmal. So von wegen, nehme ich heute nicht so ernst. Ich bin hormonell etwas aufgeladen. Ich meine, ich kenne es auch. Männer haben auch Hormone und Männer haben auch mal aufgrund von Hormonhaushalten oder warum auch immer, weil sie einen Furzquersitzen haben, einen schlechten Tag und dann wird man halt irrational, ja. Er geht das schon ganz nett mit um. Ich bin mit drei jüngeren Geschwistern aufgewachsen und sie sagt ganz oft danach nach der PMS-Phase, wie hältst du das nur aus? Und ich denke mir immer so, das ist Pillefax. Einfach nicht ganz so ernst. Was würdet ihr tun, wenn ihr für einen Tag den Körper tauschen könntet? Sex haben. Geschlechtsverkehr. Das wird doch jeder machen, oder? Ganz ehrlich. Da bin ich definitiv sehr neugierig. Was soll man denn sonst machen? Alles andere kann der andere ja auch machen. Und was würde ich sonst noch machen? Ich glaube, mich sehr, sehr aufreizend anziehen und gucken, wie das ist, wenn einen ständig Männer angucken oder andere Frauen dann abfällig. Ich glaube, ich würde sehr viel mit den Brüsten beschäftigt sein. Ja, und das war's. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hadi, tschüss.